Genau, wir sind heute nicht beim Model-Styler-Vortrag, sondern beim Geo-Styler-Vortrag. Aber könnt trotzdem bleiben, wenn ihr wollt. Das sollte kein Problem sein. Ja, genau, schön, dass ihr hier seid und noch den letzten Vortrag des Tages anhört. Heute geht es hier noch um den Geo-Styler und zwar um die neuesten Änderungen, die wir innerhalb des letzten Jahres seit dem letzten Vortrag hier auf der Vosges gemacht haben. Und wir werden ein bisschen auf die Metaebene gehen, was sich so am Projekt generell geändert hat, aber auch was sich an Features geändert hat und eben auch an den verschiedenen Parsern und Komponenten, die es alles um GeoStyler gibt. Dazu gleich halt die ganzen Details. Wir stellen uns kurz vor. Mein Name ist Jan Suleiman. Ich bin fast schon Master der Geoinformatik und bin jetzt schon Anwendungsentwickler bei Terrestris und eben auch Kernentwickler des GeoStylers. Terrestris, haben Sie jetzt wahrscheinlich schon öfter gehört, ist eine WebGIS-Firma aus Bonn. Wir machen Open Source Software, haben unten einen Stand und bei Fragen und Themen rund um WebGIS, um Open Layers, um Docker, um was auch immer, kommen Sie gerne zu uns und wir reden darüber. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin von der Ausbildung her Geoinformatiker, bin in diversen Open Source GIS-Projekten unterwegs. Unter anderem bin ich auch Kernentwickler vom GeoStyler-Projekt, bin OSGeo Foundation Charter Member und Gründer und Inhaber von Maximum. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Open Source GIS und Geodateninfrastrukturen an. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Und wie der Jan bereits gesagt hat, werden wir jetzt kurz die Neuerungen des GeoStyler-Projekts vorstellen. Was ist der GeoStyler überhaupt? GeoStyler ist eine gebrauchsfertige Bibliothek zum webbasierten kartografischen Stylen von Geodaten und Webkarten. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt, was wir vor, na, anderthalb Jahren gemeinsam gegründet haben, 2018. 2018 höre ich gerade, mit beiden Firmen, um das, ja, endlich das Problem zu lösen, dass es einen vernünftigen generischen Styler für Geodaten im Web gibt. Das Ganze ist selbstverständlich Open Source unter der BSD-Lizenz, ist implementiert in TypeScript und wir nutzen React und ArcDesign als Basisbibliotheken. Das Ganze ist komponentenbasiert, das heißt, alle unsere UI-Elemente sind mehr oder weniger ja, als eigene Komponenten gekapselt, sodass sie ja, jegliche Art von UI mit den Basiselementen sich selbst zusammenstellen können. Wir haben mehrere Stilformat-Parser, die als Plugin implementiert werden. Das heißt, Sie können die Stile, die Sie sich mit der grafischen Oberfläche zusammenstellen, in mehrere Formate exportieren. Intern haben wir ein eigenes Format definiert, was wir so als, ja, Lingua Franca zwischen den einzelnen Formaten benutzen und können dann, je nachdem, welche Parser-Plugins installiert und konfiguriert sind, die internen Stile in andere Formate überführen. Beispielsweise unterstützen wir SLD und Mapbox-Styles und noch viele mehr. Kommen wir gleich noch dazu. Wir unterstützen auch mehrere Datenformate. Das heißt, wenn Sie attributiv Ihre Styles anpassen wollen, können Sie Datensätze hochladen, sodass Ihr Datenmodell bekannt ist und dann können Sie interaktiv in einer Filter-UI attributbasierte Filter für Ihre Stylings anlegen. Das Ganze ist vollständig anpassbar. Das heißt, Sie können das erweitern, können eigene Plugins schreiben, eigene Formatparser, eigene Datenparser implementieren, ohne den GeoStyler Core anfassen zu müssen. Das Ganze ist zwar in TypeScript und mit React implementiert. Wir haben aber quasi einen Standard-JavaScript-Bundle, einen Standard-JavaScript-Export quasi, sodass Sie GeoStyler als Bibliothek in jeglicher Web-Anwendung einsetzen können. Das heißt, Ihre Web-Anwendung muss nicht auf React basieren. Sie können das auch mit Vue.js oder mit Angular oder auch einfach eine stinknormale plain JavaScript-Anwendung hernehmen und den GeoStyler importieren und nutzen. Wer mehr Informationen dazu braucht, wie die Architektur ist und der generelle Aufbau und der Funktionsumfang, da haben wir letztes Jahr einen Vortrag dazu gehalten. Der ist ja auch als Video verfügbar, haben wir hier mal verlinkt. Lohnt sich bestimmt nochmal, sich das anzuschauen. Welche Neuerungen gab es seit einem Jahr ungefähr? Zunächst haben wir versucht, die Community auszubauen. Das ist uns auch gelungen. Also wir haben jede Menge neue Contributors, konnten es auch schaffen, die innerhalb der Kommunikation die Interaktion zu steigern.
auf der Phosphor-G gab es eine BOF zu Geostyler, wo sich interessierte Leute getroffen haben in einem spontanen Meeting und haben sich einfach ausgetauscht, was ist der Geostyler, wie könnte ich den für mich einsetzen, wie könnte man ihn verbessern. Das war sehr gut und sehr nachhaltig, haben wir viele Kontakte bekommen. Zum Beispiel mit GeoCut und deren Open-Source-Projekt GeoCut Bridge gab es regen Austausch und auch eine gewisse Nachnutzung vom Geostyler-Projekt innerhalb deren Open-Source-Projekt. Bis hin zu Jody Garnett, der in seiner Phosphor-G-Keynote auch die Kollaboration zwischen GeoCut Bridge und Geostyler erwähnt hat. Eine größere Änderung im Hinblick zur Community-Bildung war, dass wir den Code in eine eigene Organisation herausgelöst haben, also eine GitHub-Organisation. Das war vorher bei uns in den Firmen-Accounts quasi. Und um das herauszulösen und dem Projekt einen mehr Community-Charakter zu geben, haben wir das in eine eigene Organisation ausgelagert. An der Stelle wollen wir auch einfach mal Danke sagen an alle, die im letzten Jahr dazugekommen sind, sich am Geostyler beteiligt haben, von Leuten, die Doku geschrieben haben, Bug gefixt haben oder coole neue Features entwickelt haben. Hier nochmal ein paar Statistiken. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Wir haben mittlerweile in unserer Geostyler-Organisation 15 Repositories, das heißt 15 eigenständige Code-Projekte. Liegt daran, dass unsere Parser eigene Software-Projekte sind, die wir in den Geostyler Core, hatte ich schon erwähnt, einfach per Plugin-Prinzip reinhängen können. Wir haben 16 aktive Entwickler aktuell, haben ungefähr 1900 Commits im letzten Jahr gehabt in allen Repositories zusammen und haben 46 Releases veröffentlicht. Die Demo-Anwendung ist jetzt unter geostyler.org verfügbar, das heißt, Sie können relativ leicht da drauf kommen, können mit der Anwendung ein bisschen herumspielen, können das Ganze testen. Die Anwendung ist so konzipiert, dass Sie mehr oder weniger alle UI-Elemente, die die Geostyler-Bibliothek bereitstellt, in sich hat. Sie können quasi alles testen in ausführlichen Dimensionen, können alle Features mal anfassen, mal live erleben. Wenn Sie irgendwie einen Fehler finden oder Verbesserungsvorschläge haben, würden wir uns natürlich über Feedback freuen. Hier oben rechts ist es, ich sehe gerade meine Maus nicht, aber Sie sehen es vielleicht, sind die entscheidenden Links gesetzt zu der API-Dokumentation, zu NPM, worüber Sie Geostyler als Softwarebibliothek beziehen können, sowie zum GitHub Repository. Stichwort Dokumentation, hier hat sich auch jede Menge getan. Da haben wir ein bisschen Liebe reingesteckt, dass die Dokumentation besser wird, vollständiger wird und ein paar coole Features mit sich bringt. Wie zum Beispiel, dass es jetzt Code-Beispiele gibt. Ich suche gerade hier ein cooles Beispiel. Hier für unsere Style-Komponente haben Sie quasi hier ein online gerendertes Beispiel, wie diese Komponente aussieht und können das auch aktiv benutzen, sowie sich hier den entsprechenden Code anschauen, wie Sie das, wenn Sie selbst Entwickler sind und nicht die fertige Bibliothek benutzen, quasi als Code-Snippet zum Start für Ihre eigene Entwicklung. Fokus verloren. Genau. Bei den Parsern gibt es wesentliche Neuerungen, dass wir, Achtung, das böse S-Wort, jetzt auch Shapefiles unterstützen. Wie gesagt, Sie können Daten hochladen, um Ihr Datenmodell für die Filterung zu nutzen. Bislang war es möglich, WFS-Daten hochzuladen und GeoJSON. Und im letzten Jahr haben wir noch einen Shapefile-Parser implementiert, das doch noch sehr stark nachgefragt wird. Für die Style-Parser haben wir einen CQL-Filter-Parser entwickelt, der es möglich macht, die CQL-Filter beispielsweise aus dem Geo-Server direkt zu verarbeiten und in unserer Filter-UI anzuzeigen, sodass Sie quasi die Geo-Server-CQL-Filter direkt mit der Geostyler-UI benutzen können. Außerdem ein recht cooles Feature ist, dass wir den SLD-Parser erweitert haben und auch Rasterdaten jetzt stylen können und das in SLD überführen. Habe ich gerade mal die Online-Doku unter geostyler.org, das ist jetzt quasi live eingebunden, also das ist kein Screenshot, habe ich hier mal vorbereitet und habe jetzt einfach mal so eine Rasterklassifizierung schon geladen. Sie sehen, die Klassen werden hier automatisch erzeugt, beziehungsweise aus einem SLD ausgelesen und als UI dargestellt. Und ich kann jetzt beispielsweise hier mal der Klassiker die Color Ramp irgendwie ändern. Und dann sehen Sie direkt, dass das in der UI Anwendung findet. Und wenn Sie dann schauen, können Sie auch hier direkt die Color Ramp und die einzelnen Klassen hier im SLD sehen. Genau, abgesehen davon gab es noch weitere neue Komponenten und neue Features, die wir jetzt auf den nächsten Folien vorstellen werden. Das Ganze immer so ein bisschen interaktiv. Das eine wäre, das ist eine relativ kleine Sache, aber
die trotzdem sehr wichtig ist, wenn man eben Karten stylen möchte, dass wir eine Vorschaukomponente hinzugefügt haben als Feature, die den vollständigen Style anzeigt, eben entsprechend auch mit einem eingebundenen Datensatz. Bedeutet hier an der Stelle, hier links auf der Seite gibt es die einzelnen Vorschauelemente einer jeweiligen Regel, Pendant zu SLD-Regeln. Auf der rechten Seite sehen Sie dann das Resultat, wie das Ganze eben auf dem kompletten Datensatz angewendet aussieht, sodass Sie dann auch direkt sehen, wie Sie das Ganze stylen. Und das Ganze ist eben auch so, dass es grundsätzlich sich live mitändert. Also wenn ich jetzt hier eine Farbe ändere, dann wird das in der Vorschau auch direkt angepasst. Des Weiteren, was ein sehr wichtiges Feature ist, ist das sogenannte Batch-Editing, was wir jetzt unterstützen. Das funktioniert folgendermaßen. Öfter hat man den Fall, dass man eine Style-Vorschrift auf alle einzelnen Regeln anwenden möchte. Und wenn man das für jede einzelne Regel selbst machen müsste, wäre das ein ziemlich hoher Klickaufwand. Und da haben wir das Batch-Editing hinzugefügt, was es uns erlaubt, mehrere Regeln gleichzeitig zu editieren. Verschiedene Features stehen da zur Verfügung. Das ist immer eine gewisse Auswahl, je nachdem, welchen Feature-Type man gerade stylt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich kann alle einzelnen Regeln hier markieren und dann kann ich hier auf den Multi-Edit gehen und für alle Regeln beispielsweise die Opacity ändern, also die Deckkraft. Und das sieht dann beispielsweise so aus. Und schon haben wir für jede einzelne Regel hier die Opacity gesetzt und das Ganze sieht man dann entsprechend auch in der Vorschau, dass alle Regeln gleichzeitig editiert wurden. Und dadurch hat man dann, wenn man wirklich damit arbeitet, einfach einen gewissen Komfort, dass man sich bei 4 Regeln allein schon 8 oder vielleicht sogar 10 Klicks spart. Wenn man sich vorstellt, dass man hier 20 Regeln vor sich hat und mal wirklich einen komplexen Stil editieren möchte, dann spart man hier wirklich schon Minuten bis Stunden. Des Weiteren eine Kleinigkeit ist, dass man die Reihenfolge der Regeln ändern kann und dementsprechend auch beeinflussen kann, falls eine Regel oder falls mehrere Regeln auf einem gleichen Feature greifen würden, dann entsprechend das Handling haben kann, welche Regel tatsächlich greifen soll. Und dafür haben wir hier einfach ganz simpel ein paar Buttons hinzugefügt, wo man beispielsweise jetzt eine Regel nach unten verschieben kann. Und schon haben sich hier diese beiden Regeln getauscht. Ist erstmal eine relativ simple Sache, aber ist auch ein bisschen mehr Komfort. Was man jetzt gerade sieht, ist, dass sich hier rechts so ein bisschen der Stil verändert hat, und zwar ist die Opacity verloren gegangen. Das ist ein Bug. Passiert, kommt vor. An der Stelle kann man eigentlich ganz einfach sagen, dadurch, dass es ein Open-Source-Projekt ist, die erste Person, die heute hier ein Issue stellt auf GitHub, kriegt nachher noch ein Bier ausgegeben. Machen wir es ganz einfach so. Die erste Person, die es fixt, kriegt auch ein Bier, natürlich. Da lege ich noch eins drauf, für den es fixt. Perfekt. Genau, wie gesagt, es ist Open-Source, es gibt immer irgendwo irgendwelche Bugs und wir freuen uns, wenn Sie einen Bug finden, dass Sie das auch entsprechend als Bug-Report bei uns einreichen. Davon leben solche Open-Source-Projekte. Genau, zusätzlich können wir noch Regeln kopieren, was ganz praktisch ist, wenn wir gewisse Stilvorschriften schon editiert haben und auf Basis dieser Stilvorschrift einfach nur noch kleine Änderungen vornehmen wollen. Das ist auch eine kleine Komfortfunktion, dass ich hier eine Regel auswähle und die dann einfach duplizieren kann. Und dann greifen erstmal alle Funktionen und ich kann diese Regel dann nachträglich entsprechend noch verändern, weiter stylen, vielleicht einen neuen Filter hinzufügen, das was dann eben notwendig ist und gemacht werden soll. Das ist auch wieder eine erweiterte Komfortfunktion, so gesehen. Genau. Ein neues Feature, was jetzt kurz ein bisschen technischer wird, aber der Effekt davon doch einen relativ großen Vorteil hat, ist, dass wir mittlerweile einen sogenannten Composition-Kontext hinzugefügt haben, womit wir verschiedene Komponenten neu zusammenstellen können und eine neue Komposition erzeugen können. Dazu zeige ich ganz kurz einen Vergleich. Und zwar, was Sie jetzt sehen, ist nichts weiter als, sehen Sie diese Felder, wie gesagt, der Geostyler ist eine Bibliothek und Sie sehen hier, es besteht aus einzelnen Komponenten, die verschieden zusammengebaut werden, wie so ein Baukasten. Und was Sie jetzt hier rechts sehen, ist genau diese Komponente, die Sie auch hier sehen können, nur eben nicht in dem Fenster. Das sieht dann hier erstmal relativ simpel folgendermaßen aus. Jetzt hat man den Fall, dass man dem Nutzer nicht zwangsweise alle die volle Funktionalität dieses Stylers zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht reicht es auch aus, dass man
nur die Deckkraft oder die Größe eines, in dem Fall Bildes, definiert, aber nicht weitere Attribute definieren soll oder stylen können soll. Und um das Ganze zu limitieren, gibt es jetzt diesen Kompositionskontext, wo man mit einer Konfigurationsdatei relativ simpel, was Sie hier sehen, ist der tatsächliche Editor und der wird in einen Kompositionskontext gepackt. Und in diesem können wir jetzt definieren, welche Felder editiert werden können und welche nicht. Und dazu setzt man einfach den Namen des Feldes hin und im Grunde ist das ein simples True oder False. Und schon sehen Sie hier oben, dass das Size Field entsprechend verschwunden ist. Und so können Sie global für den kompletten Styler gewisse Regeln und Limitierungen festlegen, ohne dass Sie wirklich den Code anpacken müssen, sondern es ist im Grunde nur eine Konfigurationsdatei, mit der Sie dann arbeiten können. Das Ganze macht das ein bisschen bequemer, auch den Geostyler eben den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Genau, eine wichtige Sache, die wir im letzten Jahr im Grunde schon angekündigt hatten, die wir dieses Jahr durchgezogen haben, ist, dass es mittlerweile ein Plugin gibt für den Geo-Server, sodass der Geo-Styler direkt in den Geo-Server integriert werden kann und man somit SLDs im Geo-Server auch mit dieser grafischen Oberfläche stylen kann und eben nicht mehr von Hand ein SLD-Dokument schreiben muss. Und das Ganze wurde entwickelt auf dem Bolsena Code Sprint und da waren mehrere Contributors, haben da mitgewirkt und an der Stelle auch Dankeschön dafür. Und wir haben jetzt so einen ersten Durchstoß geschafft, dass der Geostyler eben als Community-Plugin im Geo-Server vorhanden ist. Und das Ganze sieht dann beispielsweise so aus, dass man eben den bekannten Editor unten hat, diesen Text-Editor, der auch zusammen mit dem Geostyler greift, sprich die synchronisieren sich gegenseitig. Aber wenn man möchte, kann man jetzt eben auch über die grafische Oberfläche die Styles editieren und hat dann vielleicht auch da an der Stelle ein bisschen mehr Komfort und verringert in gewisser Weise die Hemmschwelle, solche Styles zu schreiben. Genau, des Weiteren gibt es auch noch einen Workshop, den haben wir hier heute durchgeführt und der ist auch online zu finden, finden Sie auch unter geostyler.org, wenn Sie dann auf die Repositories gehen. Da haben wir eine ganz kleine Storymap, in dem Fall zum Coronavirus gemacht, wo man beispielsweise jetzt hier sehen kann, wie man mit dem Geostyler solche Karten stylen kann. Und hier wurde beispielsweise einfach die grundlegendste Geostyler-Komponente eingebunden und passt dann entsprechend Änderungen an die Karte, die man hier unten sieht, an. Und so sieht man beispielsweise, lernt man dann auch, wie man den Geostyler für eine eigene Applikation nutzen kann, um zu schauen dann, dass man eben den eigenen Nutzern der eigenen Applikation das Stylen von Karten ermöglicht. Genau, also zusätzlich hier vielleicht noch dazu, es soll noch den Library-Charakter des Projektes stärken, dass es eben mehr ist als nur die Demo-Anwendung, die wir jetzt in verschiedenen Beispielen gezeigt haben, sondern dass Sie wirklich in jegliche Web-Applikation die Geostyler-UI und dessen Parser einbinden können. Genau. Damit kommen wir auch schon fast zum Ende der Präsentation und wollen noch einen kleinen Ausblick geben. Und zwar unser größtes Ziel ist erstmal, dass wir unsere Community weiter ausbauen. Das Ganze hier ist, wie schon öfter gesagt, ein Open-Source-Projekt, deswegen sind wir auch hier auf der FOSCIS. Und wir würden uns freuen, wenn wir weitere Contributors finden, wenn Leute interessiert daran sind, den Code weiter auszubauen, die Dokumentation weiter auszubauen, Bug-Reports zu schreiben, in welcher Form auch immer, vielleicht auch andere Tutorials schreiben. Alles ist möglich und wir würden uns da sehr freuen, wenn da noch mehr Personen mit einsteigen würden, dass das Ganze noch ein bisschen, dass die Community um den Geostyler herum noch ein bisschen lebhafter wird. Damit einhergehend haben wir jetzt auch geplant, in nächster Zeit den Geostyler, der jetzt gerade ja schon ein Open-Source-Projekt ist, aber eben noch kein OSGEO-Projekt ist, diesen Schritt auch zu wagen, um dann ein offizielles OSGEO-Community-Projekt zu werden. Das wäre noch sehr schön. Ansonsten spread the word, tu Gutes und rede darüber. So wie wir heute wollen wir versuchen, das Projekt einfach bekannter zu machen. Das heißt, dass wir darüber reden auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, vielleicht Sie zu animieren, sich das anzuschauen und Ihren Kollegen vielleicht zu empfehlen, da mal reinzuschauen, dass es das Projekt gibt. Ansonsten haben wir schon in mehreren Kundenprojekten den Geostyler erfolgreich eingesetzt in beiden Firmen. Das sollten wir auch ein bisschen mehr rausstellen, dass man sieht, dass es eben nicht nur irgendwie ein Luftschloss ist, was bei GitHub verfügbar ist, sondern dass das wirklich ernsthaften Einsatz findet. Das wollen wir auch ein bisschen mehr rausarbeiten. Ansonsten hatten wir noch auf Basis dieser BOF bei der Phosphor-G aufgrund des ersten Austauschs mit anderen Entwicklern und anderen Communities den Hinweis bekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, GeoCSS oder MapCSS zu unterstützen. Da sind wir uns nicht ganz sicher, wie einfach das ist und wie das gehen könnte, aber auch hier der Aufruf, dass wir da durchaus an Austausch und Interaktion interessiert sind, sodass wir das sukzessive das Projekt weiter besser machen können.
Genau, direkt an der Stelle, falls jetzt auch schon Ideen da sein sollten, direkt hier im Anschluss, ich meine um 18 Uhr geht's los, ist noch eine BOF zum Thema Geostyler, wo Sie gerne sich dazusetzen können. Das ist einfach nur ein informeller Austausch, wo wir Ideen sammeln können, wo Sie uns direkt Feedback geben können, falls Sie den Geostyler schon mal genutzt haben. Wir einfach Ideen sammeln und schauen, wie das Ganze dann eben weitergetragen werden kann. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind jetzt offen für Fragen.